Moin moin, ein, zwei Worte von mir mal zu diesem Headset. Das ist das gute Stück. Ja, und es kann dann ein paar Sachen, die man vielleicht nicht erwarten würde. Ich nehme das hier jetzt mal einmal runter. Zum einen, was natürlich immer praktisch ist, wir können das relativ gut in sich zusammenfalten. So, können das Ganze verstauen. Das Ganze kommt auch mit so einer Case. Die sieht so aus. Und da können wir das Ganze dann ohne Problem, ich kann es auch einmal zeigen, drin platzieren, wenn ich es denn richtig rum habe. Nein, so rum. Das ist mit einer doch ein bisschen schwieriger, aber das kriegen wir alles hin. So. Und dann ist das hier auch mit der, ja, mit der Vorgabe, wo das Ganze reingehört, ganz einfach. Und dann können wir es so transportieren, wenn wir zu einer LAN-Party oder dergleichen gehen sollten. Oder einem Turnier. Dementsprechend, das ist schon mal ganz nice. Ansonsten haben wir, wie man sieht, hier relativ flexible Ohrmuscheln. Also die sind in sich beweglich. Wir haben hier dieses Gelenk oben. Also das kann wirklich sich an jeder Art und Weise an den Kopf anpassen. Wichtig, was man vielleicht bedenken sollte, wenn man das Ganze bestellt, ist, es sind On-Ear-Kopfhörer und nicht In-Ear. Das heißt also, die Muschel hier innen ist so, dass sie direkt auf dem Ohr liegt. Ja, also das stört vielleicht den einen oder anderen mich überhaupt nicht. Von daher muss man sich so ein bisschen überlegen. Dann haben wir hier oben drin, das ist ein interessantes Feature, hier in diesem kleinen Bereich haben wir tatsächlich Lautsprecher drin, aus denen ja im Prinzip das kommen kann, was man selber auch auf dem Lautsprecher unten hört. Ist natürlich jetzt nicht volle Dröhnung, ist halt ein kleiner Bereich plus LED, da ist also nicht viel Platz für Technik, aber dennoch haben wir da so einiges drin. Optisch ist das alles sehr schön verarbeitet, alles sauber, keine unschönen Lötungen oder so. Und dann habe ich hier natürlich noch den RGB-Effekt in der Muschel selbst. Soundtechnisch ist das Ganze okay. Es fehlt ein bisschen manchmal an beiden Stellen an Höhen und Tiefen. Aber grundsätzlich ist das in Ordnung. Und im Endeffekt können wir das Ganze dann hier noch ein bisschen einstellen. Ich versuche das hier mal ein bisschen scharf zu stellen. So, genau. Und zwar haben wir hier die Möglichkeit, das Ganze laut und leise zu machen. Und auf der anderen Seite können wir dann noch Sachen einstellen, was den RGB-Effekt angeht. Wir können uns das Ganze einmal anschauen. Also wir können theoretisch hier die Farben wechseln. Ja, also da ist relativ viel möglich. Da kann man sich dann das raussuchen, was einem am ehesten zusagt. Ich bin tatsächlich ein Fan von dem Grün. Das merkt er sich auch, wenn wir das Ganze ausschalten. Wir können das Ganze auch gedrückt halten, dann ist der Effekt aus und wir können es trotzdem nutzen. Und alternativ können wir hier auch noch ja, im Endeffekt so einen Effekt reinknallen, wenn er denn will. Von der Helligkeit her. So. Und dann haben wir natürlich noch so einen Breathe-Modus. Da geht das immer so an und aus. Also da kann man sich ein bisschen austoben, wenn man das möchte. Das Bluetooth ist auch schnell verbunden. Das ist auf der anderen Seite eine extra Taste. Ja, und natürlich können wir es hier auch noch in der Länge verstellen. Und dementsprechend hat man hier dann tatsächlich ein relativ vielseitiges Produkt, mit dem man dann im Prinzip so arbeiten kann. Und ich habe es im Endeffekt für meine Freundin bestellt. Die streamt ganz gerne und möchte so, wollte so ein bisschen was als Hingucker haben. Und die ist bisher sehr begeistert.